Hallo und herzlich willkommen. Wenn das hier läuft, haben wir November. Und wenn Sie sich fragen, was soll ich mit meinem ganzen Kinobudget für diesen Monat nur anstellen, dann haben wir jetzt für Sie, wie immer, die Wahrheit über die 3 bis 10 der meist sehenswertesten Filme für die Deutschen. Und ich bin er, Ihr Streiter für das Gute, Schöne, Wahre. Lasse Gebauer. Hallo bei Filmfest Spezial, schön, dass Sie dabei sind und das haben wir heute für Sie dabei. Das russische Band-Biopic Leto, der politische Dokumentarfilm Aggregat und Coming of Age auf Schweizerisch ist ziemlich seltsam, Blew My Mind. Los geht es aber mit einer unserer 2 Lieblingsbeschäftigungen, nämlich auf Filmfestivals zu fahren und Spaß zu haben und Interviews zu machen. Und wir lassen auch immer so eine Kamera laufen, meist ohne Plan und Ziel, was mir dann für den Cutter leid tut. Aber ich muss es ja nicht schneiden. Also mach einfach ein bisschen Jazz drunter und dann läuft das schon. Warum ich diesen Job so liebe? Weil Filmfestivals sind einfach alles, was Spaß macht. Jede Menge Filme, jede Menge Popcorn, kreative Einfälle, was man mit Popcorn so alles machen kann. Den Spaß, den man da mit seinem Filmteam hat. Den Spaß, den ich bei Interviews habe. Ich finde es gut, dass man sich so ein Mikrofon teilt. So ist einfach, es hat was von, weiß ich nicht. Ja, sparen. Wegen Filmfestivals komme ich regelmäßig in den Genuss von bezahltem Urlaub und kann immer wieder neue Städte entdecken und erkunden. Und was mir dabei persönlich sehr angenehm ist, es ist immer eine Kamera dabei. Aber in dieser Matz geht es ja nicht um mich, sondern um die 3 Personengruppen, aus denen sich ein Filmfestival zusammensetzt. Zuschauer, die Filme gucken, Filmemacher, die Filme machen und eine Festivaldirektorin, die die Zuschauer für die Filme kuratiert, beziehungsweise andersrum. Ich glaube, ich gehe beim Kuratieren daran, was möchte ich meinem Publikum zeigen und wo, was möchte ich es erleben lassen. Aber im Grunde will man, sucht man ja immer nach diesem Film, der einem etwas, was man vielleicht kennt, in einem anderen Blickwinkel zeigt. Oder etwas komplett Neues. Also der Reiz an dem Festival ist einfach, dass wir viele Filme zeigen, die es sonst in den normalen Kinos gar nicht gibt. Naja, ganz normal ins Kino bin ich ja schon sehr oft gegangen und hier sehe ich mal auch Sachen, die so ein bisschen abseits von dem Mainstream-Kino sind. Mainstream. Einheitsbrei. Also die sind experimentierfreudiger, ob sie wollen oder nicht. Aber für viele ist das so, die werden also mitgenommen und dann stecken sie auf einmal in etwas drin, was sie vorher noch nie so geguckt haben oder so in der Form noch nie gesehen haben. Warum mal jetzt zu einem Filmfestival gehen anstatt ins Kino? Ja, weil ich habe die Karte geschenkt bekommen. Also, ja, man kann halt irgendwo landen, wo man nicht mit gerechnet hat und das kann sehr oft, sehr häufig, kann das sehr positiv sein. Am Ende gefällt einem das dann auch noch. Ja, auf einmal gefällt es einem noch und dann guckt man sich noch einen Film an. Das ist, stelle ich mir auch spannend vor. Du bist ja so quasi so ein bisschen das Bindeglied zwischen Zuschauern auf der einen Seite und Filmmachern auf der anderen Seite. Wer will denn da was? Also ich glaube, die wollen gar nicht so unterschiedliche Sachen. Gehen Sie gerne auf Filmfestivals? Ja, also erstens mal natürlich, weil die mir unglaublich viel Geld bezahlen. Osnabrück ist ein großes und reiches Filmfestival. Nein, natürlich nicht. Ein Zuschauer will etwas mehr erleben als nur in Anführungsstrichen eine Kinovorführung. Und ein Künstler oder eine Künstlerin sind sehr daran interessiert, wie ihr Produkt ankommt. Und for me as a director, I think what I like most about film festivals is kind of like the curiosity of what people want to ask me afterwards. Yeah. Because that's what, you know, that's what's challenging for me, and I have to explain, you know, myself in a lot of ways. Why do you think our festival's so appealing to regular moviegoers? I think that if you compare it to flowers in a way, when you walk by the countryside and you see one flower, it might stick out, but you might not, you know, be
you know, so interested in it. There's so much all different kind of stuff competing for your attention. But if you see a whole field of different beautiful flowers, I think it's much easier to get drawn in and to, I just want that one and that one and that one and that one. Yes. And that, I think, is what festivals can do. They kind of like put a focus on a certain area, in this instance, documentary films. They present some of the best documentary films, and then it's easier for the audience to become, you know, interested and to choose the ones that they like. And I think that's what festivals do. Thank you so much for your time. Thank you. Have a good night. Thank you. And a safe trip home. Yes, thank you guys. All right. Bye-bye. Bye-bye. That was elegant. Cool. So... Müde, aber der Film war sehr gut. Distant Barking of Dogs, echt cool. Ja, ich bin müde. Filmfestival ist Arbeit. Komm ab nach Hause. Reden wir über Politik. Pass auf, ich habe das Gefühl, wir reden zu viel über Politik. Wir reden und wir reden und wir reden und wir reden und wir reden. Mein Problem ist, wir sagen aber nie irgendwas. Ja, es ist ja auch irgendwie, der politische Diskurs ist einfach immer nur, wir schreiben irgendeinen Tweet und dann retweeten wir den und dann regen sich in chronologischer Reihenfolge Frau Anne Will, Mayberger und am Ende nochmal Ilda darüber auf. Und es ist einfach so anstrengend. Und dann ist ein Film wie Aggregat Balsam auf die Seele. Weil Aggregat nimmt sich das, wozu Tagesjournalisten anscheinend gar keine Zeit mehr haben wollen, nämlich Zeit. Aggregat ist eine Sehherausforderung. Ruhig in der Form, ein völliger Verzicht auf Kommentar und erklärende Grafiken, die beschreiben könnten, wo man sich befindet und wer spricht. Nein, Marie Wilke beobachtet einfach nur. Politiker, empörte Bürger und Medienmacher in Deutschland. Wie zum Beispiel die Redakteure des MDR bei der Erstellung eines Beitrages über die sogenannten neuen Rechten. Wir brauchen noch einen ersten 20-30 Sekunden O-Ton, sonst... Ja, da hätte ich aber kein Problem, weil ich glaube, also wir fangen sozusagen situativ an in Schnellroda. Das ist quasi der Treffpunkt schlechthin für die Neurechten. Okay. Hier kommen sie alle zusammen. Und hier fantasieren sie von ihrer sogenannten konservativen Revolution. Ja. Was steckt dahinter für ein Weltbild? Okay. Und dann können wir das Begrich erklären lassen, den Soziologen. Oder wir können es auch schon Justus Bender erklären lassen, der das Buch geschrieben hat. Marie Wilke macht auch etwas, was im deutschen Fernsehen selten ist. Sie lässt die Menschen ausreden und sie lässt uns spüren, wie sie fühlen. Das ist nicht immer einfach auszuhalten, wenn man zum Beispiel im Pegida-Block in Dresden steht. Aber immer aufschlussreich. Marie Wilke geht von Episode zu Episode, ohne sie wieder aufzugreifen. Dabei beobachtet sie genau, montiert die Aussagen und Bilder sehr wohl überlegt. Wir haben Altersarmut in Sachsen von 12.000 Menschen. Die müssen zu ihrer Rente, obwohl sie 40 Jahre gearbeitet haben, Zuschüsse beantragen. Das ist doch nichts, wo man sagt, damit kann man zufrieden sein. Der Film ist eine Zumutung. Mindestens für ein Tagesschau-Häppchen gewöhnte Zuschauer ist derartig langsame Kost extrem gewöhnungsbedürftig. Aber wer sich darauf einlässt, vermag besser zu verstehen, wo Deutschland im Jahr 2018 steht. Es ist ein sehr spannender Film, denn er setzt sich mit den Themen auseinander, zu denen jeder in Deutschland eine Meinung hat und die auch laut kundtut, AfD, Flüchtlinge. Ihr Film hat keine Meinung, jedenfalls auf den ersten Blick. Warum nicht? Das ist, finde ich, sehr interessant formuliert, dass der Film keine Meinung hat. Also es freut mich auch, muss ich sagen, weil das war auch mein Ziel. Also ich wollte einen Film machen, der wegkommt auch so von diesem, dass ja, also wie Sie gerade gesagt haben, eigentlich hat jeder hat eine Meinung zur AfD, zur Flüchtlingskrise, zu einem oder wer ist gut, wer ist böse. Und ich wollte es sozusagen mal nicht sagen, wie ich das jetzt sehe. Das finde ich ehrlich gesagt
wie soll ich sagen, auch gar nicht so interessant, sondern wirklich einfach mal schauen und Leuten zuhören und eigentlich wirklich die Sachen präsentieren, anstatt zu beurteilen. Das war mir sehr wichtig. Ja. Muss man sich dann den Vorwurf anhören, dass man solche Leute wie die Pegida oder Herrn Bachmann ausreden lässt, also dass man denen ein Forum bietet? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so einen Vorwurf geben könnte, dass jemand sagt, wieso darf denn der Lutz Bachmann oder jemand anders von Pegida da so langen, kriegt ja im Grunde eine Plattform, wieso darf man den da reden lassen? Also ich muss sagen, ich sehe das als Filmemacherin nicht so. Ich finde es wichtig, dazuzuhören. Das heißt ja, wie soll ich sagen, ich habe schon das Gefühl, wer dazuhört, kann das auch aushalten, kann sich damit auseinandersetzen. Und es gibt ja sehr viele Stimmen im Film. Also ich finde, das ist ja nicht nur eine Plattform für Herrn Bachmann. Also ich bin da eher für die Mündigkeit des Zuschauers, dass jeder, der sich das anhört, kann sich dazu eine Meinung bilden und sollte sich dazu eine Meinung bilden. Ein Mysterium müssen wir noch klären, Aggregat. Wenn ich daran denke, dann verbinde ich das direkt mit kochendem Wasser, aber nicht weniger mit Politik dann tatsächlich. Ist das die Brücke, dass die Stimmung gerade am Überkochen ist oder was soll der Titel? Also ich muss sagen, dass die Suche nach dem Titel, die war sehr lang und sehr schwierig, weil irgendwie alle Titel, die ich im Kopf hatte, waren entweder zu beschreibend oder sie gingen dann wieder so stark in so eine beurteilende Richtung. Und deswegen haben wir uns dann am Ende für diesen Titel entschieden. Man denkt an Aggregatzustand. Für mich war immer die Assoziation erstmal was Technisches. Also ich fand es ganz gut, dass man nicht sofort, dass er sofort was beschreibt, was im Film zu sehen ist. Und es geht eigentlich zurück auf, am Ende im Film sieht man ja ein Kunstwerk von Joseph Beuys, das heißt Tisch mit Aggregat. Und Aggregat ist halt eigentlich, das wusste ich selber nicht so genau, die Definition ist ein Ganzes, was aus Teilen besteht, die nicht miteinander verbunden sind. Und das fand ich dann irgendwie ganz schön, um diese Vielfalt zu beschreiben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ganz viel Spaß auf der Berlinale. Ja, danke. Und dann vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Der nächste Film ist, ich würde sagen, weird. Clara stellt den Film vor, irgendwas zwischen Kafkas Verwandlung trifft auf Teenie Coming-of-Age-Story. Was willst du eigentlich? Kafkas Die Verwandlung und Blue My Mind haben schon mal eine Sache gemeinsam. Ein Blick ins Biobuch erklärt die ganze Sache nicht wirklich. Das war's aber auch schon. Die 15-jährige Mia sucht nach dem Umzug in eine neue Stadt den Anschluss. Bald entspinnt sich eine tiefe Verbindung zwischen ihr und dem Mädchen Jana. Gleichzeitig verändert sich ihr Körper. Was sie noch für Ausreißer ihrer Pubertät hält, nimmt bald ungeahnte Ausmaße an. Es ist ein Film ohne Genre. Ein Coming-of-Age à la Teen Wolf, dazwischen Thriller-Momente und gleichzeitig der Versuch eines Fantasy-Films? Der Film setzt seine Karte auf rebellische Jugendliche im Rausch und macht es sich dadurch ein bisschen leicht. Auf der anderen Seite ist da die Figur der Mia, gespielt durch Luna Wendler, welche mit ihrem Können Eindruck hinterlässt. Mias Auseinandersetzung mit ihrem Körper und ihrem Umfeld lässt einen Abneigung und Zuwendung gleichzeitig spüren. Sie überzeugt in subtilen Momenten sowie in der Extreme. Und am Ende? Am Ende gibt es nicht die große Antwort. Und das ist gut so. Dieses Werk lässt einen verstört und gleichzeitig versöhnt zurück. Und sollte nicht das ein Film auslösen? Blue My Mind schafft das. Ohne Zweifel. Auf die nächste Filmvorstellung freue ich mich besonders, weil Jonas, ein sehr guter Freund von mir, gibt gleich seinen Einstand als Debütant Filmkritiker hier bei Filmfest Spezial. Na gut, vielleicht ist es auch eine einmalige Sache, je nachdem, wie gut oder schlecht Sie das jetzt finden. Sie können das ja kommentieren. Kommentieren Sie es einfach auf YouTube und vielleicht ist er dann seinen Job wieder los. Lasse der Film. Der Film heißt Leto und ist ein Biopic über den Gründer der russischen Band Kino. Und wem das nicht sagt, der fährt im gleichen Fahrwasser wie David Bowie und Iggy Pop, also 80er, nur halt hinterm eisernen Vorhang. Sehr, sehr spannend. Viel Spaß.
Beschreib doch einfach mal dein ideales Konzert. Also das ideale Konzert. Ich habe mir viele Gedanken über Leto gemacht. Die biografische Verfilmung der frühen Jahre der russischen Rockband Kino. Und du, Viktor? Ich habe da wirklich eine ganz andere Meinung zu. Den meisten Platz in meinem Kopf nahmen und nehmen dabei wohl die Überlegungen über den Soundtrack ein. Mit seiner Musik kann Leto letzten Endes bei mir punkten und trifft genau meinen Geschmack. Aber wie sieht es darüber hinaus aus? Kirill Serebrennikovs Film handelt von einer Jugend, die von Freiheit träumt, mit Schallplatten ihrer Vorbilder dealt und von Künstlern, die für die Musik leben, aber mit Zensur leben müssen. Hey Sie! Das ist verboten! Wieso? Ist verboten. Wir finden die Band so toll. Ironischerweise geht es Serebrennikov nicht anders als den Figuren seines Films. Für seine kritischen Ansätze wurde dem Regisseur vom Kreml ein Ausreiseverbot verhängt. Persönlich kann er Leto nicht bewerben. Beim Schauen schwingt also eine politische Konnotation mit. Ihm wird unweigerlich der Stempel eines demokratisch-rebellischen Films aufgedrückt. Nun ist Leto aber keineswegs revolutionär, nicht innovativ und erzählt auch keine neue, dafür jedoch eine einfache Geschichte. So simpel und schön wie die Texte von Viktor Tsoi, der bald die einflussreiche Gruppe Kino gründen und damit das Gesicht einer ganzen Generation werden wird. Seine Reime werden als kindisch und naiv bezeichnet. Ich sehe, Sie haben keine Angst vor schlechten Texten. Aber sie gehen ins Ohr. Das erkennt auch Mike Naumenko, Kopf der russischen Rockband Zoopark. Ein super Song. Sie leben Rock. Waschechten Rock. Jene Hymnen ihrer Vorbilder aus den USA. Los doch, ihr Genossen, kommt zum Bolzen, bringt mich um, ich bin doch eine Missgeburt oder Abschaum. Nein, das stimmt ja gar nicht, sondern Punk! Punk, mit Einschränkungen, dafür aber mit Leidenschaft. Wegen der politischen Lage ihrer Zeit haben sie aber keine andere Wahl, als in zensierter Form vor einem Publikum zu spielen, das nicht einmal aufstehen, geschweige denn jubeln darf. Wir müssen irgendwie raus aus unserem Sumpf. Wir könnten deine Songs ja mal irgendwem im Westen vorspielen. Was wäre denn in meiner Musik für Sie wirklich neu? Nach den Beatles, Stones... Der wahre Star des Streifens ist aber die Musik. Steht und fällt der Film mit seinem Soundtrack? Und ist der Film also nur Beiwerk? Nein. Die wichtigsten Ereignisse der Handlung werden untermalt von einem Song, der Mike in seinem Songwriting beeinflusst. Visualisiert werden diese traumhaften Sequenzen wie ein 90er Jahre MTV-Musikvideo und während die Lieder von Passanten vorgetragen werden. Passanten, deren mangelndes Talent für Gesang mit einem ausgeprägten russischen Akzent über den englischen Lyrics ausgeglichen wird. Was sagen uns diese Szenen? Real ist es nicht, wenn Viktor und Natascha einen Becher Kaffee durch einen Bus balancieren, während alle Passagiere gemeinsam zu The Passenger von Iggy Pop einstimmen. Aber was authentisch ist, ist das Gefühl der Freiheit und Zusammengehörigkeit, das die jungen Menschen hier verbindet. Ein vages Gefühl zugegeben, das sich vielleicht aber am besten mit der Musik der Rock-Ikonen beschreiben lässt, auch wenn die Charaktere selbst kein Wort Englisch verstehen. Hauptsache ist doch, es klingt schön. In die andere Seite von allem blickt die Filmemacherin Mila Turajilic sehr persönlich auf die sehr bewegte Vergangenheit von Jugoslawien. Dabei, eigentlich heißt es ja gar nicht mehr Jugoslawien. Und Chris hat den Text geschrieben und ich bin vermutlich ein Ticken zu jung, um den Konflikt richtig zu begreifen, aber Chris war und ist bis jetzt noch nicht wirklich durchgestiegen durch die ganzen Gemengelage. Und ob ihn die Dokumentation da weitergebracht hat, sehen Sie jetzt. Die andere Seite von allem versucht, die bewegte jugoslawisch-serbische Geschichte aufzurollen und wählt dafür einen sehr persönlichen Ansatz. Die Mutter der Filmemacherin Mira Turajilic war und ist eine bekannte politische Aktivistin. Mit ihrer Hilfe und Archivmaterial fügt sich so in den Mutter-Tochter-Gesprächen einiges zu einer spannenden Geschichtsstunde zusammen. Ja?
Dabei bleibt die Kamera immer in der Wohnung, in der die Familie seit Generationen wohnt und die auch Schauplatz einiger Konflikte war und ist. Это ты диктатуру изнала. Да, но чему се треба супрост? Не идеш ти нигде вечерас. Ниси ти позвана да се супростиш ни на кој начин. Prematura si, žalim. Svi drugi doći iz mene i to mi je krivo u stvari. Ispeće da sam suprašila. Nije, ispeće da živiš ispred ambasade i ne možda izaćiš iz kuće. Die andere Seite von allem geht aber nicht nur in der Geschichte Jugoslawiens und Serbiens nach, sondern bringt auch die Filmemacherin und damit den Zuschauer zur Frage der eigenen Haltung. Würde ich mich politisch engagieren, auch wenn ich wüsste, dass es wenig Hoffnung gibt oder dass es mir Probleme bereiten würde? Wer sich einmal versucht hat umzubringen, der braucht Hilfe. Am besten von einem Psychotherapeuten. Wer sich aber neunmal versucht hat umzubringen, der braucht auch Hilfe, aber diesmal von einem Auftragskiller, weil dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. In diesem Humorkorridor operiert die britische böse Komödie Dead in a Week. Und wer sich von dieser Prämisse noch nicht angegriffen fühlt, der sollte sich Dead in a Week unbedingt angucken. Der Brite würde sagen, this movie kills. Mit der Prämisse gerade habe ich eigentlich alles gesagt, was zu Dead in a Week gesagt werden muss. Der Film ist eine Konzeptkomödie. Und jetzt kommt es eigentlich nur noch auf den Praxistest drauf an. I am the angel of death. I am Abaddon the destroyer. I'm a one-man euthanasia clinic. Only with me, you don't have to go to Switzerland. Ever been to Switzerland? No. Now you never will, if you're serious. Fanden Sie das hier lustig? Großartig, dann teilen wir den gleichen Humor und Dead in a Week wird sich garantiert für Sie lohnen. Lassen Sie sich nicht von der IMDb-Bewertung in die Irre führen. Anscheinend haben Männer im Alter von 30 bis 44 keinen Sinn für moralisch herausfordernden Humor, sind dafür aber alle bei IMDb registriert. Fans von Brügge sehen und sterben kommen auch hier auf ihre Kosten. Und auch wenn die Charaktere in Dead in a Week nicht ganz so tief ausgehoben sind wie bei In Bruges, reicht es bequem, um nicht nur über misslungene Suizidversuche zu lachen. I tried hanging. Gassing. Booze and pills. Electrocution. Oh, and I walked into a main road. How did you survive that? I was hit by an ambulance. You couldn't be in better hands. Great. Oh, Jesus Christ, you really do need me. Sondern der Film gibt auch noch genug Fleisch, um ein bisschen ins Philosophieren zu kommen, warum wir uns diesen ganzen Lebensstruggle überhaupt antun sollen. Mir und dem Regisseur Tom Edmonds jedenfalls. You said that you thought a lot about what's the point of living? Why are we here? Yeah. Do you get an answer? I think, and this is quite personal for me because I'm kind of in a phase in my life where I'm asking myself all these questions. Not saying I'm going to kill myself, but please no. Please not. Maybe I'm going to hire an assassin. Maybe that. Yeah. So I won't know when it's coming. But do you get an answer for yourself? You know what? I do. I kind of think that actually, at its most simple, life is about the connections that we make, okay. The people that we love and the people that love us, and you know, those things that really kind of do bring meaning in our lives. Simple, but well, very, very nice. Simple, actually. But sort of just truthful. I think that's what I mean. Disappointingly simple. I think people love to overcomplicate things. Yeah. But I think probably it's a lot more simple than we think. Interesting thought. Interesting thought. Maybe not think too much about philosophy it. Hour. Philosophy hour. Yeah. Let's go back to the fun and laughter. Thank you. Man hört es im Interview und sieht es leider auch schon im Trailer. Im Laufe des Films öffnet sich die Hintertür
für ein hoffnungsvolles Ende. Ich überlege, ob ich den Deal nicht abblasen soll. Sie haben unterschrieben. Die Situation ist jetzt anders. Wir haben eine Vereinbarung. Ist gesetzlich nicht bindend. Leider hat man aber den Vertrag mit dem Killer schon unterschrieben. Und der hat dieses Quartal noch ein paar Abschlüsse offen. Hast du jemals von einem Killer mit zittrigen Händen gehört? Du bist durch. Zeig ihm, dass du noch deinen Killerinstinkt hast. Vorsicht! Was soll denn das darstellen? Jetzt wird es wirklich lächerlich. Und damit wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß mit Dead in a Week. Und wenn ich Ihnen noch einen Tipp geben darf, gucken Sie den Film auf Englisch. Weil die deutsche Übersetzung ist... Aber einen schönen Tod. Na, Mist. Sagen wir, in der Übersetzung bleibt einiges hängen. Weil das hier ist eigentlich, was er sagt. Oh, Boss. Und das ist einfach wesentlich lustiger. Und damit sind wir am Ende von dieser Ausgabe vom Filmfest Spezial angekommen. Ich hoffe, die Filme, die wir rausgesucht haben, haben Ihnen gefallen. Das war natürlich noch nicht alles, auf was man seinen Blick in diesem November richten kann. Chris stellt Ihnen noch ein paar andere Filme vor, aber das war es jetzt erstmal von mir. Mein Name ist Lasse Geber und jetzt noch viel Spaß Ihnen mit dem Rest aus dem Off. Meine Sehnsucht ist Juan. Juan Gilberto, der Sänger und Gitarrist, der der Welt vor über 50 Jahren die Musik der Bossa Nova geschenkt hat. Der Musikkenner und Dokumentarfilmer George Gajo nutzt das Vehikel der Suche nach Juan Gilbert, um uns den Bossa Nova und eben den Begründer davon nahezubringen. Das ist immer unterhaltsam und auf jeden Fall einen entspannten Dreisat-Fernsehabend wert. Sicher aber nur für Liebhaber südamerikanischer Musik so fesselnd, dass man dafür ins Kino gehen mag. Nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Franz Murat, der Schlechter von Wilma. Murat selbst ist ihr nachgelaufen und hat Rachel mit einem Genickschuss getötet. Lange Zeit hat man den Holocaust vor allem aus deutscher Perspektive gedeutet. Auch in Österreich hat man sich lange hinter den Deutschen als Tätern versteckt und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld vermieden. Für die Juden war es nämlich gleich, wer gemordet hat. Ihr Feind ist der Mann in deutscher Uniform. Der Prozess gegen den als Schlechter von Vilnius bekannten Österreicher Franz Murat fand so erst 1962 in Graz statt. Der Film Murat, Anatomie eines Prozesses, folgt dieser Gerichtsverhandlung. Spannend inszeniert und detailgetreu offenbart Murat den Unwillen vieler Österreicher in den 60ern, sich zur Mittäterschaft zu bekennen. Bitte sag mal, was in Vilna war. The Rider lief leider viel zu kurz in den Programmkinos, kommt aber jetzt zum Glück ab 16. November als DVD bzw. Stream heraus. Im Mittelpunkt steht der Pferdetrainer und Rodeo-Reiter Brady, der nach einem Sturz mit einer schweren Kopfverletzung von einem Moment auf den anderen alles verliert, was er liebt. Manchmal werden Träume einfach nicht wahr. The Rider ist großes Kino mit grandiosen Bildern und starkem Schauspiel. Er ist nicht wie all die anderen. Es war, als hätte mein Leben erst begonnen. Jetzt auf DVD und Stream verfügbar ist auch Am Strand. In diesem grandios inszenierten und gespielten britischen Drama mühen sich zwei junge Menschen miteinander in ihrer Hochzeitsnacht. Wir haben heute geheiratet. Hast du das etwa schon vergessen? Es ist hoffnungslos. Ist es das?